So, nach dem Batterienwechsel geht's weiter. Ja, ich spiele mit dem Wireless Controller. Tierklinik abgeschlossen, juhu. Ich war gar nicht bei der Messe. Ich weiß. Ah, war auch unmöglich. Improvisierter Schalldämpfer. Ach, wie geil. Dämpft den Schusslärm. Ich habe ihn aus einer Öldose gemacht. Wird wohl nicht mehr als 10 Schüsse überstehen. Den brauche ich jetzt nicht, nehme ich mal da ab. Schon mein Menscher oder so. Starkes Zeug. Codein. Ich benutze mal den Hockeyschläger. Bei dem Vorrat. Fertig. Okay, we're here. I'll start taking it. Oh, mein Mancher, der sammelt jetzt da nach Materialien. Na endlich. Oder schauen wir mal kurz nach. RIP. Fastfood Restaurant, das habe ich markiert. Da, hier Markus. Materialversorgungszusuche, Suche Fortschritt. Sieht man dann die ganze Zeit hier drin. Geh den Hinweisen auf Überlebende nach. Okay. Okay, machen wir es mal. Doch hier was im Inventar noch liegen. Ne. Verwenden. Okay, dann mal los. Fuck, ja. Alles voller Blut, komplett zerschrotet. Krass, 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 konkret. Die Herde sollte ich dann mal ausschalten. Auf jeden Fall den hier. Den anderen. Dann hört's auf mit dem Zombie-Spawn hier. Hoffentlich, dass die Stadt dann vielleicht uns gehört. Weiß ja nicht, ob das damit gemeint ist. Schon müde? Nee, oder? Doch, alle müde! What the fuck? Ja, dann soll lieber verletzt. Kann ich auch den Pfarrer spielen? Hoffentlich bringen es die Baumaterialien, ich hoffe es echt. Das hängt echt im Spiel viel von Sammeln ab. Also wirklich alles passt, ey. Ist aber wie ein Zombie angehört, nicht wie ein Mensch. Kukri. Eine Art Machete. Was geht hier ab? Gut. Scheint ein Zombie zu sein. Aber wir müssen die Mission machen. Bam! Tschüss. Hä, da scheint aber keiner zu sein. Aber ich plündere es gleich mal. Oh ja, oh ja. Richtig. I found some supplies. Send runners for pickup. Runners bitte nicht nur einen. Endlich. Jetzt können wir uns dann endlich die Sachen bauen und alles verstärken. Oh, eine Mine. Eine Mine für die Biene. Eine Biene, gute Biene. Oh yeah. Dr. Zombie Womp. Ratz. Tschüss, Zombie. Hier drin soll doch ein Überlebender sein.
Da steht aber keiner, gell? Warum so? Hier steht's. Geh den Hinweisen auf Überlebende nach. Ja, da ist aber keiner. Weil sie halt verbrannt stehen. Grundschiff. Ihr Dreckschweine. Hier sind keine Hinweise auf Überlebenden. Wohnwagensiedlung sauber. Wieso muss ich dann hier noch eine Mission machen, wenn die schon abgeschlossen ist? Ach, ah, gedrückt hat. Ich kann auch einen Stapel mitnehmen. Hier soll ja einer drin sein. Das stimmt doch gar nicht. Hm? Völliger, dreckiger Bullshit. Da war ich doch drin. Verbuggt. Cool, da habe ich einen Bug erwischt, weil hier drin scheint auch nichts mehr zu sein. Was war das, ein Papier? Sorry Leute, ich gehe nochmal rein, dass ich eure Zeit verschwende, reinzugehen. Nee. Okay. Suche mal ein bisschen kurz nach ein paar Sachen. Ein kleiner Pool. Von Marcus gesammelt. Wieder hoch. Dann werden wir die pennen lassen. Und dann hoffentlich endlich mal das bauen, was wir wollen, die Schlafstätte und noch einen Außenposten bauen. Genau, dann nehmen wir die Estate, die ganz linke, da haben dann auch 11 Leute Platz. Richtig. How's it going? Lots of Zeds right behind me. Diverse Zombies direkt hinter mir. Ah, ich will den Wagen nicht hochkommen. Nee. Egal. Stehst du heute Wache? Jo. Mich so ein bisschen echt. Nee, ich fühle mich so wie ein Walking Dead. Ein paar Wache sammeln hier. Voll geil. Funksprüche. Geht's hier? Schnell sammeln. Drüben haben sie was entdeckt. Cool. Einfach nur geil. There you go. Don't say I never gave you anything. Eine Mine, die brauchen wir nicht. Mhm. So, Schlafbereich einrichten. Hoffentlich geht's auch jetzt. Die Krankenstation, gibt's da eigentlich schon eine? Schlafbereich errichten. Im Bau, juhu, wir bauen einen Schlafbereich. 9 Minuten, Real-Time-Minuten geht's. Also, wie gesagt, Real-Time-Zeit. Aber beides. Okay. Die werden wir jetzt aber wechseln, die will pennen. Und Soldatin wechseln. Wer muss alles pennen, Leute? Wer muss pennen? Pastor muss pennen. Der Kleine muss pennen. Ja, der hat eine Flinte, ja genau. Richtig, richtig, richtig. Dann nehmen wir nicht einen Pastor, nehmen wir sie. Hoffentlich geht's auch. Wir können auch mit dem, wie ist der, Adam Luffer spielen. Tagträumer X-Coming Fan, ich bin mit dem Luffer. I can carry the stuff and handle the negotiating, but some extra muscle never hurt. Handelstour? So what do you say? What's the word? What's the word? Wie ist die Mission angenommen? Nee. Ich will den Charakter wechseln, du Schlappnase, ey.
kann ich den verbinden? Die Krankenstation haben wir, aber da wird sie behandelt irgendwie. Zur Krankenstation erweitern. Was haben wir denn hier alles? Verbessert die Vitalität, erhöht die technische Chance auf Erholung von Verletzten und Kranken. Macht diesen Patienten etwas anderes frei. Jo, das erweitern wir jetzt auch noch. Oder geht dann immer nur eins? Nö, geht beides gleichzeitig. Wieso kann ich jetzt den... Au. Den Char nicht wechseln. Was muss denn das sein? Ach, der Pastor. Da pennt einer. Wer pennt denn jetzt? Oh, da... Der Ed pennt die ganze Zeit. Der nie gesund, der Drecksack. Wieso soll ich jetzt mit ihm mit? Was geht ab? Wieso soll ich ihn mitnehmen? Irgendwie eine Handelstour machen? Mission durchscrollen. Ja, wie geht das? Ich will den Charakter wechseln, du Schlumpf. Begib dich zum Ort der Übergabe. Ja, wo denn? Ach du Scheiße. Mhm. Okay. Dann mal los mit einer halb eingeschlafenen Tussi und einem Typ mit dem dummen Rucksack auf dem Rücken. Alter, Alter, na dann. Immer das Modell hier. Modell zweimal. Da sitzt sie hinten rein. Na, okay. Zu bequem, vorne einzusteigen. Hier soll es recht sein, muss ich wenigstens nicht mit ihm reden. So. Wie geht's denn? So ein bisschen hin und her schuckeln, hä? Schunkel, schunkel, schon kotzen oder so? Oder nicht? Tür auf, Tür zu, da habe ich meine Ruhe. Ja. Richtig, richtig. So. Jetzt fahren wir mal Richtung Pissport. Fuck, da war ein Sportwagen. Egal. Das leckt noch so derbe, richtig krass. Was sieht hier ab? Lieber weg. Zombie-Horde alarmiert. Daumen ab. Daumen ab. Wir können uns nichts. Wir können uns gar nichts. Wir haben ein Auto mit unendlich Gas. Juhu. Und weg. Daumen weg. Die lassen wir im Dreck. So, das haben wir weg. So, geil! Auf dem Lande sind wir nun angekommen. Juhu. Finde ich sowieso ein bisschen schicker. Außer vielleicht gibt's hier noch. Hallo? Wir müssen noch ein paar größere Städte gehen. Ja, das hat dann im Süden wahrscheinlich. Ein Apfelpflücker-Zombie. Aussteigen. Dixieland. Jetzt geht's los. Bam! Der hat den Kopf abgerissen, während er geflogen ist. Wo der Kopf abgerissen, jo, jawoll. Watch them. Jawohl, der kann's. Double Arm Super Breaker. Warte, das kann ich auch nicht. Scheiße. Jawohl, noch einer hinter uns. Oh, noch einer. Ein Scherz sein. Bam, noch ein One-Hit. Break his fucking skull!
Nein, meine ist müde. Verdammt, lauf. Verdammt. Ja, da schubst die nieder und so. Hätte er mich auch, ey. Bitch ist Sparta! Oh, da. So. Da wären wir auf der Apfelplantage. Hey, was geht ab? Hey. Schnappe. Alright. Hope the return trip goes well. Stone. See ya. I'm headed back with the goods. Gehen wir wohin? Let's move. Geh nach Hause zurück. Juhu, nach Hause. Wir gehen nach Hause. Gut, wir lassen hier noch. Und dann ist leider unsere Zeit auch vorbei. Ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit uns den Apfelpflückern. Bis dahin, ciao und joke out.